Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War, Schlacht von Gettysburg, 1. Juli 1863. Wir verfolgen General Lee in Pennsylvania und versuchen, seine Armee davon aufzuhalten, Unionsterritorium zu überfallen. Wenn wir den Konföderierten zu lange erlauben, unser Land zu verwüsten, hat dies einen sehr negativen Einfluss auf unsere Regierung, die unter großem politischen Druck steht, den Krieg zu beenden. In der Zwischenzeit liefert sich der Kommandeur Brigham Bufford Gefechte mit der Infanterie der Konföderierten, die sich der Stadt Gettysburg nähert. Es klingt nach einer Gelegenheit, Teile von Lees Armee anzugreifen, bevor sie sich sammelt. Unsere Streitkräfte in der Region werden dazu aufgerufen, sich in Gettysburg zu versammeln und sich der Bedrohung durch die Konföderierten anzunehmen. So, ich würde sagen, als erstes würde ich mir den reinpacken, der mit den meisten Kanonen. Der wird dann die modrige Verstärkung. Das ist unser drittes Korps. Heinrich mache ich zum zweiten. Der hat zwar weniger Kanonen, dafür deutlich aber mehr Soldaten. Und ich glaube, in der Anfangszeit wird das, glaube ich, nur eine Verteidigungsschlacht werden. Oh, ich hatte irgendwie so einen Frosch im Hals. Muss auch gestehen, ich habe kurz vor der Aufnahme mich an Kaffee verschluckt. Das ist auch sehr gefährlich, Kaffee. Heißer Kaffee und dann verschluckt man sich auch noch. Entschuldigung. Eine konföderierte Division, etwa von 7.500 Mann, marschiert in Richtung der Stadt Gettysburg. Ihre Absichten sind unbekannt. Aber möglicherweise planen sie, die Stadt nach Vorräten und Schuhen zu durchsuchen. Das ist jetzt kein Scherz. Ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass sie Schuhe suchen, weil wenn man kilometerweise zu Fuß läuft, sind irgendwann die Schuhe durch. Und ohne richtiges Schuhwerk kriegt man schnell Blasen und dann ist man gearscht. Oder nasse Füße oder whatever. So. General Buffords Kavallerie hat ihren Vorstoß verzögert. Er hat sich entschieden. Mann, oh Mann. Er hat sich entschieden, jetzt den Hügelkampf westlich der Stadt zu verteidigen und den Feind zu verlangsamen, bis die Verstärkung eintrifft. Wenn der Feind die höheren Lagen südlich der Stadt sichert, wird es äußerst gefährlich, sie anzugreifen. Oh, da ist ein Friedhof. Unsere Armee marschiert von Süden, unsere ersten Einheiten erreicht haben. In etwa einer Stunde unsere Position von der Emmitsburg Road her. Der Rest der Armee kommt auf uns zu und wird auf der Taneytown Road erwartet. Halten Sie die konföderierten Plünderer auf und lassen Sie sie nicht in die höheren Lagen erobern. Klingt nach dem Plan. Ich habe aber keinen. So. Pause. So, Kavallerie schicke ich mal rüber. Und einen schicke ich auch mal rüber. Boah, Kanonen können noch bleiben. Ich weiß noch gar nicht, wo recht, wo ich den anderen Kram hinstelle. Rechts haben wir auch noch welche.
Ah, komm mal hier. Ach du Scheiße, das ist echt nicht wenig. Ja, ich würde mal sagen, das sieht gar nicht gut aus. Oh, die laufen. Das ist ganz schlecht. Oh, 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 oh. Kann die Kavallerie nicht einfach schießen? Hat er auch Waffen oder nicht? Einfach nur zum Nerven. Ah, die haben sie auch schon in die Frucht geschlagen. Dann holen wir ein bisschen nach hinten. Oh. Hier, hol den anderen wieder, Mann. Die werden ja grandios zunichte geschossen. Los, hol den anderen wieder. Scheiße. Jetzt läuft der nächste. Läuft eher semi-optimal hier gerade alles. Kannst du verfickt nochmal? Okay, unsere erste Verstärkung trifft ein. Bestimmt aber 20 Kilometer weiter vom Feind. Unsere Verstärkung kommt an. Wir werden den Rebellen eine Lektion erteilen. So, was ist denn unsere Mission? Mission. Wir sollen irgendwie alles halten, ne? Ich meine, das sind ja nicht meine Einheiten. Da kann ich auch gern ein bisschen opfern. Da habe ich ja kein Problem mit. Da ist schon eh alles am Laufen. Scheiße, der Punkt ist echt verloren. Die laufen. Ja, das war's mit den Kanonen, glaube ich. Und Pause. Jetzt kriegen wir hier Truppen. Wir müssen schnell laufen. Und hier mal richtig schön Gas geben. Die Kanonen. Ja, können wir hier gleich ins Feld stellen, ne? Aber trotzdem, ich weiß nicht, wie ich die 3 Punkte halten soll. Ah.
Steht da irgendwie doch nicht drin. Naja, vielleicht ist es auch nicht so wichtig. Sehen wir ja gleich. Komm mal hier zur Verteidigungsposition. So, du kannst ja ein bisschen da lang laufen. Dann versuchen wir die Kanonen wegzukriegen. Wenn sie kommen, dann sollen sie schon bezahlen dafür. Das waren die Kanonen. Ich glaube, der erste Punkt ist Geschichte. Denn da? Ihr macht gar nichts oder was? Könnt euren süßen kleinen Arsch mal hinlaufen lassen? Dass wir vielleicht diese Linie halten? Ab zum Gebäude. Oh, die Kanone lebt noch. Dann hätte ich die Kanone gerne doch in den Wald. So. Was haben wir hier in Deckung? 70. Mal gucken, was sie gleich haben, wenn wir die Punkte da einnehmen. Lass uns mal überraschen. Komm mal zurück. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Da. Da war was. Ah, die Wenzel sie auch wieder. Die zweite Linie halten wir nicht. So, Deckung, das ist echt nicht viel. Gehen wir ins Gebäude. Komm mal wieder zurück. Also die Kanonen sind gleich Geschichte, aber das war's aber auch. Meine Kanonen bereit, Feuer. So, kannst du mal näher kommen und die nächsten Kanonen beschießen? Was ist denn hier unten? Komm mal zurück, die Kanonen. So, wir konnten den Punkt dann noch etwas verteidigen. Aber richtig viel ist es auch nicht. Ich ziehe den Hass auch mal darüber. Na, der Archer kommt zurück. Aber die Kanonen zerreiben wir richtig. Da sollen die keinen Spaß mehr mit haben.
Aktion der Kavallerie rein da. Charge. Aber die laufen, wollen abgeschlachtet werden. Unsere laufen auch, die werden nicht mehr ewig halten. Aber vielleicht kriege ich ihn hier noch in den Wald rein. Das wäre ganz dufte. So. Müssen wir den aufhalten. Die Kavallerie geht nochmal auf die Kanonen. Dass er hier quasi aus dem Wald draußen bleibt und vielleicht wir ihn nochmal nach Hause schicken. In die andere Richtung. Dass wir quasi dann mit den Resten, wenn hier was überlebt, da hinschicken können. So gerade meine Idee. Aber ob die Umsetzung so wird, wird sich gleich zeigen. Ja, gut, mehr Verstärkung kommt. Guck mal in den Kaffee. Ja, sieht noch halbwegs halb voll aus. Und weiter. Gucken, von wo die Verstärkung kommt. Weitere Brigaden unserer Armee kommen schnell und sicher an den Hügel. Ah, der Feind kriegt jetzt aber langsam auch Verstärkung. Ne? Zusätzliche konföderierte Divisionen nähern sich von Westen. Es scheint sich, als ob die Armee von General Lee sich sammelt, um uns anzugreifen. Ich wollte, dass ihr gegen den kämpft. Danke. Ah, Hass. Helft den Hass. Hier aus. Wir sind von der Kavallerie. Oh, super, die hauen natürlich ab oder was? Hallo. Kämpf doch gegen die da hinten, Junge. Bescheuert. So. Hass läuft. Ich glaube, das war's mit dem Hass. Pause. Die nächsten Kanonen hätte ich aber jetzt gerne auf diesem Hügel, der gerade umkämpft wird. Und ich würde auch sagen, die Unterstützung soll da hinlaufen. Die laufen weiter, wir müssen sie aus dem Wald raustreiben. Läuft. Na, ah, die laufen auch. Ah, die Kanonen leben noch, aber egal. Würde sie gerne mal von der Seite angreifen. Und jetzt kommen die auch noch mit einem Angriff. Hammer, ey. Ne, die Kanonen können wir da nicht hinschicken. Feuer. Ach komm, dann holen wir uns jetzt einen Punkt. Thank you.
der Schwitzer sieht gerade nicht gut aus. Hier den Supply holen wir uns auch mal. Brauchen ja keine Munition. Aber weiter vorne. Oder hier erst hinrücken. Weil du musst da hinrücken. Na, Schwitzer haben sie ganz schön in den Arsch gefickt. Penders Division gesichtet. Ey, hol ihn dir, du Idiot. Wir müssen diesen scheiß Hügel da einnehmen, verdammt. Kommen wir nicht mal an. Brauchen den Hügel. Oh, er ist weggerannt. Und das denn? Kam da jemand an oder was? Ja, komm mal hier runter. Supply. Kavallerie, komm hier zurück. Genau, halt einfach da die Truppen auf. Mehr sollst du gar nicht machen. Oder komm mal her. Hol dir die Kavallerie nochmal. Du bleibst mal hier. Der überlebt es absolut nicht. Scheiße. Habe ich noch was zum Abziehen? Das sieht schlecht aus in der Mitte. Jetzt wird Phelps gefickt. So, ja, sieht schlecht aus, echt schlecht. Ja, wir brauchen mal jemanden hier, um zu motivieren da. Der Junge muss motiviert werden. Daraus aus der Stadt angreifen. Oder aus dem Dorf da. Ich hätte gerne noch das Wäldchen hier. Und... okay, ich glaube, das war meine Kavallerie, das ist Geschichte. Aber haben da gut geärgert, finde ich. Also jetzt da von der Seite, genau. Komm mal da weiter. So. Jetzt mal ein bisschen nachziehen. Schicke zwei Kanonen mal weiter. Oh, ich habe mehr als zwei. Ah,
tauschen mal. Du kommst dahin. Ihr beiden. Kommt mal hier hin, sicherheitshalber. Ja, da laufen gleich wieder mehrere. Bitte umpositionieren. Und ihr müsst nachrücken, dass wir in den Wald reinkommen. Und das will ich haben. Diesen verkackten Wald. Ja, ihr seid auch schon fast tot, aber ihr habt sie gut geärgert. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ihr hasst, bleib in dem Wald. Es ist mir scheißegal, gegen wen du kämpfst. Aber bleib in dem Wald. Das ist wichtig. Ah, die anderen. Ja, ich glaube, du musst ein bisschen mehr auf den Hügel. So, halt. Einfach halten. Ankommen. Ah, das ist schon zu viel. Wir sind im Wald verloren. Das ist scheiße, ist das. Der Wald ist schon nicht unser. Da müssen wir mehr von der Seite kommen. Tja, ich bin mal gespannt. Wir haben nicht alle Punkte. Weitere Brigaden sind im Einsatz. Gute Neuigkeiten. Die restliche Verstärkung unseres Korps ist gerade angekommen. Wir erwarten mehr Truppen für den späten Abend, also müssen wir die Höhen heute mit den Einheiten halten, die wir haben. Ach, jetzt wird es noch länger gezogen. Ah. Die wirklich schlechten Neuigkeiten sind, dass von Norden noch mehr konföderierte Streitkräfte kommen. Ah ja, und von dort auch. Super! Ist ja nicht so, dass wir in dieser Ecke schon genug zu kämpfen haben. Ja, und den Punkt verlieren wir gerade. Und die Kavallerie auch. Kommen wir zurück. Wir haben die letzten Verstärkungen erhalten. Das ist natürlich, freut mich das. Und die letzten. Und wir müssen hier diese Linie noch halten. Mhm. Ja, da wird ein Spaß, du. Da wird ein Spaß. Ich weiß noch gar nicht, wie ich was halten soll. Warte mal, haben wir was verloren? Nee, doch. Das ist ein Schützen. Ich glaube, Kitching ist auch. Wir könnten sie hier hinten halten oder wir lassen sie. Ah, komm. Einen schicken wir mal dahin. Einen schicken wir dahin. Die lasse ich aber zurückfallen. Ihr beide, Osborne. Naja, die müssen eigentlich diese Position haben. Wenn wir die durchlassen quasi, wir können hier zwar perfekt verteidigen, aber dann ist dieser Punkt in Gefahr. Hm. Mal gucken, ich schicke es erstmal dahin. Vielleicht kommt da ja noch mehr als diese 2-3 Einheiten. Ja, schön. Ich würde es mir ja wünschen. Boah. Ja.
hier scheinen wohl wirklich die letzten zu sein. Tja, was passiert, wenn wir die Höhlen nicht halten? Natürlich scheiße. Vor allem, die kriegen ja gleich Verstärkung. Also ich glaube nicht, dass ich die Höhen halte. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mich bis zur Stadt zurückziehe. Da beißen sich die Zähne aus. Ja, von dort kannst du super Artilleriefeuer, denke ich mal, auf die Stadt geben. Ich weiß es echt noch nicht. Da muss ich echt überlegen, was ich jetzt mache. Da muss ich echt überlegen. Oak White. Steht hier was von Oak White? Irgendwie nicht, oder? Zum Sieg. Also eigentlich können wir auch drauf scheißen. Ja, mein Kaffee ist eh leer. Ich mache einen Break. Ich überlege es mir nochmal. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne mal einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.